Hallo, kommst du her? Ausbruch, ich bin im hohen Gebäude, im hohen Land, der ist nicht wahr. Was machst du beruflich? Schülerin, Lieblingsfach. Schleife ziehen. Und fest. Hallo, du brauchst keine Angst, das ist sehr angenehm, sehr, sehr entspannt, das verspreche ich dir, wirklich. Hallo, kommst du her? Aus Wuppertal, noch immer aus Wuppertal, ich habe heute die Wuppertaler Ecke, ne? Schleife ziehen. Und fest, und immer tiefer, und tiefer. Das ist auch, das ist jetzt, ich glaube ein bisschen auf den Nähkästchen. Da weiß ich jetzt schon, das ist so einfach. Es ist toll, ich freue mich darauf, weil du bist so, ja geil, geil, Nummer, dass wir die Aufholung schlafen. Und fest, immer tiefer und tiefer. Ey, guckt euch die Körper an, was soll ich mit dem machen? Lauf! Der Punkt ist der Einzige, der dich daran hindern kann, hypnotisiert zu werden, bist du selber. Und du bist gerade dabei, so körperlich machen. Ich würde das jetzt mal so in Interpretation, vielleicht interpretiert das vollkommen falsch. Aber ich sehe das so, wenn du so, mal gucken und so. Deswegen, du musst dich darauf einlassen, das ist die Grundvoraussetzung. Schau es mal an, wo kommst du her? Außer jetzt, du bist schon super entspannt, das hilft mir schon mal. Was machst du beruflich? Wieder anstecken, schlaf, zieh. Und fest, immer tiefer. Und tiefer, sehr gut machst du das. Lass dich einfach treiben. Und ganz egal, ob du sitzt, ob du stehst, ob du liegst, du konzentrierst dich von jetzt an nur noch auf die Musik und auf meine Stimme. Nichts anderes ist mehr wichtig. Und mit jedem meiner Worte, voller Energie und voller Kraft, nach einem langen, erholsamen Schlaf. Eins, zwei, drei, Augen auf, alle, der Arm bleibt, wo ist, der Arm bleibt, wo ist. Einmal an euch bitte aufrecht hinsetzen, einmal aufrecht hinsetzen, bitte. Einmal aufrecht hinsetzen, wunderbar. Tust du mir einen Gefallen, setz dich einmal da oben hin, ja? Und da ist noch ein Platz frei, wunderbar. Füße bleiben auf dem Boden, den Arm ganz weit nach oben. Schau bitte auf meine Hand. Nur auf meine Hand schauen, nicht woanders hinschauen. Bei drei, ich zähle von 1 bis 3, bei 3 fällt der Arm wieder nach unten. Mitten nach unten fallen die Augen zu, du sinkst noch tiefer als vor in diesen angenehmen, entspannten Zustand zurück. Bei 3 schläfst du sofort wieder ein, noch tiefer als zuvor. 1, 2, 3 und schlaf immer tiefer und tiefer. Sinkst du diesen angenehmen Zustand. Meine Stimme lässt dich immer tiefer sinken. Die Musik lässt dich immer tiefer singen. Applaus! Lässt dich immer tiefer singen. Also, ich habe die jetzt schon ziemlich gut weg. Aber ihr könnt dafür sorgen, dass die noch tiefer weggehen. Denn je lauter ihr jetzt seid, desto tiefer gehen die weg. Je mehr Energie ihr nach oben geht, desto mehr bekommt ihr jetzt gleich von denen zurück. Die sehen zwar so aus, als würden die schlafen, aber die hören alles, die bekommen alles mit, was um sie herum geschieht. Und die hier oben sind immer nur so gut wie das Publikum. Und heute haben wir ein super Publikum, oder? Super! Das wird eine geile Show, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Vollkommen wohl, vollkommen entspannt, fühlst du dich. Alles, was ich sage, wird genauso eintreffen. Wer die Show schon kennt, der kennt jetzt die ersten Sachen. Ich komme mal, ich mache gleich noch ein paar andere Sachen. Aber die Sachen muss ich mal so ein bisschen machen, um zu gucken, wie weit habe ich die noch gleich gemacht. Ganz egal, ob du sitzt, ob du stehst, ob du liegst, ich zähle es gleich von 1 bis 3. Bei 3 setzt du dich ganz gerade hin, mit jeder Zahl immer gerade und gerade. Sodass du bei 3 ganz gerade dort sitzt. Und dann bist du der Meinung, du bist ein ganz toller Orchestermusiker. Einige von euch spielen ganz kleine Instrumente, wie zum Beispiel Flöte, wie Trompete, wie Geige. Andere spielen ganz große Instrumente, wie Pauke, wie Schlagzeug, wie Klavier, wie Bässe oder irgendein anderes Instrument, das du gerne magst. Und sobald die Orchestermusik beginnt, greifst du nach deinem Instrument. Es steht vor dir und du spielst mit einer Leidenschaft, wie noch nie jemand ein Instrument gespielt hat, denn es ist das Konzert deines Lebens. Hier sitzen Tausende von Menschen, die jubeln dir alle zu. Bei 3 setzt du dich ganz gerade mit jeder Zahl immer gerade und gerade, sodass du bei 3 ganz gerade dort sitzt. Die Augen bleiben die ganze Zeit fest geschlossen. Du kannst durch deine geschlossenen Augen sehen und beginnt die Orchestermusik, greifst du nach deinem Instrument und du spielst, als hättest du nichts anderes in deinem ganzen Leben getan. Mit jeder Zahl setzt du dich jetzt immer gerade und gerade in. 1, immer gerade und gerade setzt du dich jetzt in. 2, immer gerade und gerade. 3, ganz gerade setzt du dich hin, beginnt die Orchestermusik, greifst du nach deinem Instrument und du gibst alles. Jetzt! Yes.
ist ja der Hammer! Alter, wer ist denn hier heute? Da vorne, in welcher Verbindung steht ihr zu ihr? Freundin, ist ja der Hammer, oder? Boah, Alter, ich hab noch, auch schon lange nicht mehr jemanden gehabt, der so abgeht. Boah, die sind auch völlig außer Atem jetzt. Ich hab den geilsten Job dabei. Ganz egal, ob du sitzt, ob du stehst, ob du liegst. Ich bin jetzt genau außer Atem wie sie. Ich bin mir was anderes. Tipp ist dir aufzustellen, kannst du die Augen öffnen, du wirst nicht erwachen. Und wenn ich dich wecke, sage ich zu dir, kannst du die Augen öffnen, du wirst nicht erwachen. Und dann wirst du sehen, hier steht ein Licht, ein 10-Euro-Schein auf der Bühne. Und du versuchst diesen Schein aufzuheben, aber dein Arm macht immer wieder einen riesengroßen Bogen um diesen Schein. Das ist wie ein Kraftfeld. Wie so aus dem Science Fiction, so ein Kraftfeld. Du kommst einfach nicht an den Schein ran. Je näher du versuchst, an den Schein ranzukommen, desto größer wird der Bogen, den deine Hand macht, sobald ich dich wecke. Sag ich, tippe ich dir auf die Stirn, kannst du die Augen öffnen, du wirst aber nicht erwachen. Und dann schaffst du es nicht, diesen Geldschein aufzuheben, weil deine Hand macht immer wieder einen riesen Bogen um diesen Geldschein. Je näher du versuchst, an den Geldschein ranzukommen, desto größer wird der Bogen, den deine Hand macht. Hallo! Hallo, du stehst mal ganz kurz auf. Du musst mir kurz helfen, weil ich habe so ein bisschen den Rücken. Ich habe Rücken. Ich habe den mal erlebt. Kannst du mir den Schein da, den Geldschein mal aufheben? Ich komme da nicht so. Nee, lass mal nach hinten. Was ist los? Ich will ja nicht sagen, das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Was machst du da? Ja, machen wir ein bisschen weiter. Sag mir Bescheid, wenn du einen Schein hast. Ne? Und tipp ich dir auf die Stirn, kannst du die Augen öffnen, du wirst nichts mehr machen. Und dann gebe ich dir einen Stift und einen Zettel in der Hand. Und sobald du den in der Hand hast, bist du der Meinung, du bist hier der Kellner im Salon. Kannst du mir das Bescheid, wenn du auflegst? Du bist hier der Kellner im Salon, gehst rum und schreibst Getränke auf.